Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. So, wir haben das letzte Spiel und die letzte Möglichkeit hier aufzusteigen. Zum Glück können wir hier mit der Bestbesetzung unserer Bundesligamannschaft spielen. Ja, ich suche mir jetzt einen Gegner und ich sag bis gleich. So, da haben wir auch schon einen Gegner gefunden und ja, den probieren wir gleich mal hier fertig zu machen. So, der hat die Portugal-Flagge, 87 Chemie, 80er Bewertung. Okay, ja, da kann man, glaube ich, was machen. Da könnte was gehen. So, wir probieren es einfach mal und hauen hier hoffentlich die mit der Bundesliga-Mannschaft drauf. Wir wollen aufsteigen und das dringend. So, Ramos spielt sich gut. Schuss von Bender. Vom Bender war's. Einfach mal drauf da. Leider weit drüber in den ersten 2 Minuten. Große Chance, dass er mal aufs Tor gehen würde, aber der war einfach drüber. Der war unkontrolliert und nichts sonst. So, meinem Gegner wieder den Ball abnehmen, das wäre schön. So, schön abgenommen. So, jetzt, nein, ich wollte hier nur durchkommen. So, komm schon. Ball abnehmen ist jetzt die oberste Prämisse, nicht hinlegen, nicht hinmaulen, sauber. Gut abgenommen, Jojic. Hallo, läuft da auch jemand mit? Ah. Ah, den kann er noch klären vor der Ecke. Oh, immer noch am Ball hier. Ah, schade. So, schön abgenommen. De Sanchos, drin ist er! 1-0, wie erlösend. 8 Minuten, 9. Minute. Schöner Schuss. Oh. 9 Minuten und wir sind 1-0 in Führung. Jetzt natürlich aufpassen. Nicht, dass er sich hier durchtrickst. Das wäre nichts. Einwurf für uns. Den werfe ich hier zurück. So. Jetzt kontrolliert wieder aufbauen. Die nächste Aktion hier ja, hervorbeschwören. So, Drimmitsch läuft schön. Ah, schade. Schade. Nicht hier schon wieder meine Männer hier aus der Abwehr raussaugen. So, nur Angst einjagen. So, Ramos. Ah, das ist meines Erachtens eine kleine Fehlinvestition, der Ramos. Der kriegt hier keine Tore hin. So, komm. Oh, nee. So, immer schön aufpassen und weg mit dem Ding. Ganz gemütlich, ganz ruhig. So, Drimmitsch. Ramos. Oh, er kommt noch durch zu Ramos. So, Flanke kommt noch. Kopfball drin ist er. Drimmitsch, 2-0. Yes. 18. Minute, da haben wir gleich mal nachgelegt. Yes. Läuft. So, aber nicht nachlassen. Nicht nachlassen. So was haben wir auch schon mal verloren. Und das wäre jetzt bitter, weil es halt um den Aufstieg gerade auch mal geht. Und deswegen bleiben wir da dran. So, Adler hat den. Den hat Adler. Ganz fest in den Händen hält er den. Schade. Das war nix. Das auch nicht. Immer schön aufpassen, was wir hier machen. Schön abgefangen. So, oh, Drimmitsch hat sich schon wieder häuslich eingenistet im Abseits. Der läuft da immer gern rum. Deswegen ist er aber auch torgefährlich. Weil er halt solche Dinger wagt, sich da ein bisschen früher von der Abwehr wegstiehlt. Und dann einfach, ja, da ist, wenn man ihn braucht. So, Ecke für den Gegner. Einfach mal nur kontrolliert weghauen mit dem Kopf. So, Ramos hat da schön gestört. Ist das unser Einwurf? Ja, ist es. Perfekt. Nehme ich doch gern. Ich werfe ihn darüber und pass ihn mal. So. No, nee, Subotic. Was machst du denn? Aber den kriegen wir im Mittelfeld wieder.
Hat sich mein Gegner gedacht, dass er den hier gleich wieder abgibt. So, Blaschikowski. Drei Mann laufen ihm nach. Drei Mann. Au, da ist er schön hochgestiegen. Drimmic, aber dieses Mal kriegt er keinen Kopfball hin. Nicht hingehen. Alter, sowas verstehe ich nicht. Statt dass man den einfach nur rausgehen lässt. So, Taore kriegt den Ball hier. So, den Pass kriegen wir auch noch gespielt. So, den auch. Drimmic! Ah, da hält sein Keeper. Nicht ärgern. Muss nicht jeder reingehen. So, Ecke kommt. Oh, was für ein Wumms hinter diesem Kopfball. Aber leider geht der auch nicht rein. So, nächster Wumms bitte. Kavims, Kavims. Und drin ist er. Yes. Auf Umwegen landet er irgendwie bei Ramos. 3-0, 33. Minute. Yes, ja nicht aufgeben. Und den Zug behalten wir uns bei. Zum Tor. Da lassen wir nicht nach. Man sollte es aber auch nicht unbedingt übertreiben. Nicht, dass er hier Rage Quit macht. Oh, nee, da hätte er nicht hingehen sollen. Ein Fehlpass darf auch mal sein. Sechs Schüsse aufs Tor, davon drei in den Kasten rein. Ah, Foulspiel, Hummels ein bisschen direkt reingegangen. Aber läuft. Aber immer noch aufpassen. Es sind da erst 36 Minuten gespielt. Und da kann so eine 3-0-Führung schnell mal per se sein. Wenn es mal dann scheiße laufen anfängt, dann läuft es dahin. So, Blaschikowski hat hier Raum. Bringt auch das Flänkelchen hier. Alter. Da fliegen sie an hier. Meine Spieler. So. Jetzt irgendwie den Ball wieder kriegen. Oh, dann fängt er hier den Ball ab. In der Mitte. Natürlich nicht so durchgehen lassen. Sauber, gerade noch so rübergestupst zum Mitspieler. Ah, nee. Aber wir waren dran, das zumindest. So, schön Hummels. Foulspiel zwar wieder. Und ziemlich nah jetzt gerade, in der 43. Minute. Aufpassen, Jungs, das ist eine gute, ja, Freistoßposition. Ich rück die mal ein Stück. Und noch ein Stück. Ja, dürfte passen. An die Latte. Gut so. Weg damit. Au, Adler hält. So, den werfe ich jetzt nur. Sicher ist sicher. So, Ochs. Ochs. Ochs immer noch. Nee, jetzt nicht mehr. Aber immer noch. Ja. Er kann den Ball nochmal irgendwie behaupten. Ah, schade, aber eine Ecke. Eine Ecke haben wir noch irgendwie geschunden. Die nehmen wir nochmal mit. Hier vor der Halbzeit. So, Ball kommt. Ah, zu nah am Tor. Wart. Den hat er. Den hat er dann natürlich. Einwurf nochmal für uns. Könnte nochmal eine Situation raus entstehen. So. Abseits, der wäre auch nicht drin gewesen. Glaube ich jetzt zumindest. Da hätte die Torlinientechnik mal wieder sprechen müssen. Sauber, schön. Aber da ist jetzt erstmal Halbzeit. 3-0 zur Halbzeit ist komfortabel. Aber wir dürfen uns auch nicht zurücklehnen. Das müssen wir hier nochmal, was? 73%, ja, 73% läuft irgendwo. Mit der Passgenauigkeit. Da muss man nicht unbedingt meckern über die Mannschaft. Aber die Pässe bei der Bundesliga-Mannschaft laufen sowieso immer besser. Alter. Foulspiel, danke. Der Schiri ist sogar für mich. Nicht gegen mich, das ist super. Normalerweise ist immer so ein Schiri gern gegen mich. Oh, Drimmic, wenn du schon andeutest, dass der Ball da hingehen soll. Dann soll der auch dahin gehen. Oder dann geht er auch dahin, dann sollst du auch hinterherlaufen. Nicht nur immer so halbgar. So,
Komm, ran da. Ah, knapp vorbeigelaufen. Aufpassen hier. Ah, dann kriegt er hier ein Tor zustande. Mensch. 3-1. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Und das wie ein Schießhund. Ein Unentschieden hilft mir hier nichts. Aber rein gar nichts. So, Ramos. Oh, schade. Schade. Aber ich krieg eine Ecke. Das zumindest mal wieder. So, jetzt probiere ich es mal mit Lauf auf kurzen Pfosten und rein damit. Oh. So, er legt sich selber flach. Und jetzt wieder aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, um solche Bälle vielleicht besser kontrollieren. Ich bin schlecht aus der Halbzeit irgendwie rausgekommen. So, da muss ich natürlich mit ein paar Pässen gegensteuern. So, Ramos. So, 4-1. Sauber. Boah, es geht doch noch. Es geht doch noch. Puh, da muss man einfach durchatmen. Da man weiß, dass man jetzt einen komfortablen Vorsprung hat. Vor allem 30 Minuten vor Schluss. Ist so ein 3-0 schon ein Wörtchen, da wo man einfach sagen kann, ja, das ist fast durch. So, Ramos läuft schön, aber kommt an dem Ball definitiv nicht hin. Nicht wirklich. So. Mein Gegner versucht sich hier warm zu passen. Foulspiel. Huch, ich habe ihn aus Versehen umgenietet. Gelbe Karte. In Gottes Namen, die muss ich einfach mal mitnehmen mit Jojic. Ist jetzt nicht so schlimm. So, und er macht die kurze Variante. Oder die flache Variante. Ist auch eine Möglichkeit. So, schön. So, Drimmitsch. Drimmitsch. Na, kontrollier den Ball doch endlich mal. Wäre halt mal schön, wenn er den kontrollieren würde dann. So, Schiri lässt Vorteil laufen. Oder hat Vorteil laufen lassen. So, dranbleiben. So, und jetzt Randa. Blaschikowski, kommst du hin? Oh, ja, hingekommen ist er, aber leider hat er den nicht mehr reinlenken können. Ah, da komme ich auch nicht hin. Dani hat er hier. Ich spiele ja fast gegen meine portugiesische Mannschaft. Dann sehe ich erstmal, wie schlecht die spielt. Aber nur fast meine portugiesische Mannschaft. Oh. Okay, den Ball hier nicht ran. So, Ramos wird hier niedergelegt. Ist klar, ne? So, aber Ballbesitz. Oder auch nicht, weil ich hier den Gegner gleich wieder mal anschieße. So, danke für den Fehlpass. So, Drimmitsch. Bringt das Flänkelein. Alter, Ramos. Man muss ein bisschen anders zum Ball stehen, dass du so einen Fallrückzieher machen kannst. So, komm schon. Es wäre mal wieder Zeit für ein Türchen von mir. Schön reingegrätscht. Oh, Erfolg freigeschaltet. Schön. Schön, dass ich noch Erfolge freischalte. So, Bender. Ah, schade. Den kann er hier einfach mal wegdonnern. 13 Minuten vor Schluss. Komfortable Führung. Ja, läuft. Ich glaube, wir sind aufgestiegen. So, einfach mal wegnölen, das Ding. Ist aber auch noch nicht aus. Ah, schade. Kommt er noch hin, dass er ihn ablenken kann? So, immer aufpassen hier. Ich will keine Gegentore kassieren. Und das Funzgrad. Oh, komm. Ein bisschen mehr Kontrolle. Ein bisschen mehr Kontrolle. Dann würde sowas auch reingehen. Aber
Naja, bei einem 4-1 kann man jetzt nicht unbedingt über die Mannschaft meckern. Heute sind ein paar mehr Tore reingegangen als sonst. Als sonst für mich üblich. So, weg damit. Einfach mal kontrollieren. Nee. Sauber. Drimmitsch kommt da noch hin. Torwart kommt nicht raus. Jetzt kommt er. Alter. Zieht er den so vorbei? So, 4 Minuten Verschluss. Das ist in trockenen Tüchern, würde ich sagen. Wenn er das noch dreht, ziehe ich förmlich meinen Hut vor ihm. Oder wenn er mir da noch Steine in den Weg legt, dem Aufstieg entgegen, dann sage ich das einfach mal, dann würde ich wirklich den Hut ziehen. Aber es wird immer unwahrscheinlicher, umso weiter wie die Uhr hier runter tickt. Ich könnte ja auch auf Zeit spielen. 4 Minuten Nachspielzeit nur. Eine Seltenheit. Und er donnert den Ball hier vorbei. Ja. Er kriegt auch nicht unbedingt die Schüsse aufs Tor zusammen. Na, oh, wieso drehe ich mich da? Komm. Adler. Den werfe ich hier nur. So, Nachspielzeit ist ja angebrochen. Das ist immer schön. Vor allem, wenn man so in Führung liegt. Ah, oh, muss man einfach mal zugeben. Könnt ja auch genauso gut andersrum stehen. Tut's ja oft genug. Und ja, das Spiel ist vorbei. Wir sind aufgestiegen. Yes. Und die Lorbeeren gucken wir uns noch an. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ich freue mich wie ein Schnitzel, dass das endlich mal geklappt hat. Lange war man in der Liga 7. Jetzt geht's endlich in die 6. Ich hoffe, ich steige nicht gleich wieder zurück ab in die 6. Naja, in die 7. Also ich da mich jetzt ein bisschen festsetzen kann da oben. Das wäre schön. So, 4.500 Münzen ist einfach schön. Krieg einfach mal über 3.000 oben drauf. 4.000 kriege ich oben drauf für, ja, für das, dass wir aufgestiegen sind. Es ist immer gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es losgeht in der 6. Liga. Und bis dahin, ciao!